Ey. Bet you can't stop checking and your mitts start sweating when those beeps you're getting, they're relentless beckon is setting off alarms. It's attached to your arms. These ain't lucky charms, they'll put you in harm's path in an instant. A runaway infant behind the wheel, have to deal with a pin sent out to a virtual existence. Interest driverless vehicles already see the world. You better look up for me, cause I'm not looking for you. I'm just focused on my world and my palms. Smart, but the owners aren't. You should add a brain to car. Train the thought, I think not. That's a pogo stick. Stuck in the sand to quit. Thick or thin, take a pick and win. Now your life ends in the. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal etwas ganz Besonderes. Nämlich Luca und der verborgene Schatz. Das ist der zweite Teil von Luca und das Silberpferd oder so geheimnisvolle Silberpferd. Genau. Gut, dass du dich vorher eingehend damit informiert hast und überhaupt keinen Plan hast, worum es eigentlich geht. Yay. Dabei handelt es sich um ein edukatives Spiel. Spiel ein Mädchen. Yay. Tada. Und wähle die hässlichste Farbe überhaupt. Weiß nicht. Welche ist davon also am hässlichsten? Mit den hässlichen Sternen ist hässlich, aber ich würde das pinke, was ja, auch immer das ist, gut. Nehmen. Oh, ist das toll. Was ist das denn? Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt, deswegen muss ich... Also. Jetzt ist halt mal, hör doch mal auf. Das ist ein Intro. Nach 2 Jahren. Was ist das? Sieht aus wie ein Buch. Toll, das sehe ich selbst. Aber es sieht aus wie ein sehr altes Buch. Fällt euch nichts auf? Nein. Das Wappen. Da ist das Wappen von Prinzessin Katharina drauf. Toll. Katharina hat uns ein Buch zurückgelassen. Krass, das gibt's ja gar nicht. Wir müssen ein Buch, wow. Ja. Was ist verschlossen? So, und jetzt bist du gefragt. Oh, ist das toll! Hierbei handelt es sich um ein Point-and-Click-Adventure. Das heißt, du klickst auf Dinge und dadurch kannst du mit deiner Umwelt reagieren. Und interagieren, meine ich. Auge? Super warm und kuschelig. Mit Linksklick betrachtest du Dinge, mit Rechtsklick nimmst du Dinge auf. Ich würde dir daher empfehlen, mit Rechtsklick auf Dinge zu gehen. Wo ist denn die Schere? Ich sehe keine Schere. Nimm erstmal alles mit, was du kriegen kannst. Zum Beispiel eine kaputte Weltraumrakete. Immer wenn sich der Mauszeiger verändert, kannst du mit der Umwelt interagieren. Ah, da ist doch eine Schere. Ja, nimm sie mit. Wuhu! Schau dich vielleicht nochmal um, ob du noch weitere Dinge siehst. Ich weiß, dass es noch sehr viele weitere Dinge in diesem Zimmer gibt. Rasenmäher? Nee, was ist das? Nur altes Spielzeug. Ah, doch nicht. Das ist eine kaputte Schubkarre. Tatsächlich. Kannst du noch mit dem Computer interagieren. Oh, cool. Ich muss zuerst das Tagebuch lesen. Ich muss zuerst das Tagebuch. Computer. Mit dem Computer unten. Ach Computer, so. Nicht Bildschirm. Nee, die steht davor. Das ist egal. Das macht keinen Unterschied. Es war noch eine CD drin. Es war noch eine CD drin. Nimm die CD. Wo ist die CD? Im Computer im Laufwerk. Du musst auf die CD zeigen. Ach da! Es fängt schon mal gut an, liebe Freunde. Ja. Let's Fail ist schon mal gesichert. Das. Nun, eine Sache möchte ich hier an. Oh, das ist ein Buch. Nein, das ist die Hülle eines Computerspiels. Steht nur im Bücherregal. Ich möchte eine Sache noch anmerken. Die CD siehst du im Item. Tada! Wie verschmutzt die ist. Und die war die ganze Zeit im Computer drin. Im Computer drin, ja, ist das. Was
was hat die damit gemacht? Hat die durch den Schlamm gezogen und danach in den Computer gesteckt? Funktioniert ja gar nicht. Oder mit dem Laser vom Computer verbrannt. Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Ich habe keine Freunde. Und dein Ziel ist es nun, das Tagebuch zu öffnen. Und du hast eine Schere. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Schere. Nun klicke mit der rechten Maustaste auf das Buch. Auf das Buch in deinem Inventar. Da! Jetzt ist das Tagebuch auf. Das war ja schnell. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Person oder einen Gegenstand, um ein Gespräch zu beginnen. Ja, erstmal hinsetzen. Klicke auf das Buch. Nein, das. Na wow, ist sie schnell. Toll. Warum hat sie es nicht gleich gesagt, wie das? Ach, da kommt. Was ist das denn? Das haben wir 2 Jahre in unserem Geheimversteck. Du sagst es, Junge. Was ist das denn? Ganz schön blöd von uns. Da werden wirklich dann noch viel mehr drin. Ja. So, was machen wir? Jetzt darfst du wählen. Wir müssen erstmal zum Mittagessen. Oder? Das ist mal die beste. Hätte ich auch gesehen. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was schlagen wir vor? Ist doch ganz klar. Was sollen wir jetzt tun? Oh, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das Ziel vom Spiel ist, so dumm zu sein wie möglich. Hast du gerade deinen Bildschirm im Hintergrund gesehen? Ja. Das war so cool, das ist ein kaputter Schuh. Achtet mal drauf. Da! Du verpasst übrigens die ganze Geschichte. Nur Peter kann Latein. Das ist die Geschichte. Wir müssen Peter fragen, wer auch immer Peter ist. Ach so! Entschuldigung. Alter! Dafür, dass sie was von ihm wollen, sind die ganz schön asozial zu Peter. Ja, stimmt. So, dann gehen wir doch mal... Du musst dein Zimmer verlassen. Aber nicht über das Bett. Schuh. Die Einstellung, natürlich, ich verstehe es nicht mit den Symbolen in der Ecke. Können die wichtigen Spielelemente Lupe sowie Lukas Notizenbuch und die Einstellung Computer angezeigt. Übergeh das einfach, ist völlig egal. Du klickst jetzt. Stuhl. Du klickst Ach so, auf die Tür. Hab ich gerade auch gedacht. Dann gehst du durch die Tür. Hui. Ah, das war sau Spaß. Hallo. Gutes Gespräch. Im Moment nicht, danke. Geh aus dem Haus. Oder betrachte erstmal die Umgebung. Da gibt es auch noch Dinge, die du gebrauchen könntest. Blume, das Bild. Nein, wo ist normalerweise Zeug drin? Im Schrank. Ja. Aha. Die kleine Schublade ist nichts. Clevel. Ja, du bist Clevel. Ah, was rede ich denn da? da gibt es noch mehr als nur eine Schublade übrigens. Ach so. Mann, bist du clevel. Ich bin voll clevel. Oh, da ist etwas drin. Auf. Ninja. Was ist das denn? So, wie sammle ich das denn auf? So. Toll. Oh, du hast noch etwas gefunden. So ja. Clevel. Ein Reinigungstuch. Sehr Damit gut. kann man die CD reinigen. Das hast du schlau erkannt. Cool. Nee, aber... Also, geh über die Straße. Nein, über die Straße, Mann. Geh über den Zebrastreifen. Alter! Daran merkt man, dass das Spiel im Ernst von der Polizei programmiert wurde. Und das ist es wirklich. Hallo, Peter. Und er hat jetzt die ganze... Oh Mann, Achtung. Alter, wie der auch aussieht. Oh, Luca. Was bist du denn? Alter. Was ist denn mit dir los? Ja, klar. Was ist denn mit dir los? Oh, Mann. Ich bin voll stoned. Das geht total ab. Mann, das geht total ab. Hä? Was meinst du? Stoned? Ich hab grad fettes Zeug geraucht. Haschisch halt. Was ist das denn? Was ist das denn? Kannst du mir mal helfen? Ich hab dich beleidigt, aber hilf mir mal. Ich sitze hier. Gar nichts. Ach, vor allem seine Augen, das ist so gruselig.
Wenn er immer so nach oben guckt. Das aber tatsächlich. Deine ist mir gar nicht. So. Wo, entweder toll, du hilfst mir gar nicht, oder wovon redest du? Was ist los mit dir? Entscheide du. Wovon redest du? Was ist los mit dir? Lass mich in Ruhe, Luca. Du nervst. Ich will mit niemandem reden. Hab den Kopf voll genug. Toll, du hilfst mir gar nicht. Lass mich in Ruhe, Luca. Du nervst nur. Ich will mit niemandem reden. Hab den Kopf voll genug. Jetzt hilf mir endlich. Kannst du mir was Lateinisches übersetzen? Es sitzt ja den ganzen Tag an der Bushaltestelle. Nee, wahrscheinlich. Hab ich alles vergessen. Ich kann mich sowieso gerade an nichts erinnern. Ist mir aber auch egal. Geh doch zu meinem Lehrer, dem... Ach, ich hab den Namen vergessen. Gobi? Ja, vielleicht Gobi. Jetzt hau schon ab, Luca. Okay. Geh nach Hause. Jetzt hau ab, Luca. Ich kann nie genug Cola haben.